willkommen zu einem neuen Moni Zeig mal. Hallo meine Lieben, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Moni Zeig mal Video. Die Reihe kommt ja sehr gut bei euch an. Und ich poste ja immer in der Woche, in der ich ins Disneyland Paris fahre, in meiner Instagram-Story, was ich euch alles hier im Disneyland zeigen soll. Und es kam wieder eine lange Liste. Ich werde natürlich nicht wieder alles zeigen können, aber ich versuche, so gut es geht, euch alles soweit zu zeigen. Aber es kommen auch mal, es wiederholen sich wie bei den Q&As auch immer Sachen, die ich schon mal gezeigt habe. Und die werde ich natürlich nicht nochmal zeigen. Wie zum Beispiel die Anfahrt zum Parkplatz. Das habe ich letztes Mal im letzten Moni-Zeig mal mit Daniel gezeigt. Die Zauberstäbe, wo es die gibt und wie die hergestellt werden, auch im letzten Moni-Zeig mal. Gepäckabgabe habe ich schon gefühlt fast in jedem Vlog und jedem Moni-Zeig mal gezeigt, wo die Gepäckabgabe ist. Mein Lieblingsort habe ich auch euch schon mal gezeigt. Den Schmuck im Schloss genauso und auch das Babycare Center zum Beispiel. Also das sind alles Sachen, die ich euch bereits in allen anderen Moni-Zeig mal gezeigt habe. Es gibt auch die Playlist, also schaut da einfach durch und dann findet ihr da auch die Sachen, die ich schon mal gezeigt habe. Ansonsten zeige ich euch jetzt die Sachen, die ich euch noch nicht gezeigt habe. Moni, zeigt doch mal die Wassermalereien und ich hätte nicht gedacht, dass ich es euch zeigen kann. Aber wir sind zufällig hier am Schloss und jemand malt hier. Also mal gucken, was er hier zaubert. Moni, zeig doch mal Pins. Ja, gerne, zeige ich euch. Ich bin jetzt im Storybook-Store. Ich kann euch nicht alle Pins zeigen, weil die Pins sind in so vielen verschiedenen Läden verteilt. Aber hier gibt es zum Beispiel diese Annual Pass Pins mit den Attraktionen. Gibt es hier zum Beispiel. Gibt es hier so verschiedene Charaktere. Marvel, Stitch. Hier gibt es noch so ein Pirates, aber das ist nicht dieser Annual Pass Pirates Pin. Hier Phantom Manor. Big Thunder Mountain, 100. Geburtstag ist da oben noch. Es gibt noch Pride Pins und das sind die Lanyards, die es jetzt hier gibt, auch World of Pixar und Encanto gibt es zum Beispiel, auch ein Lanyard. Ja, also hier sind noch mehr Pins, hier sind mehr Prinzessinnen-Pins. Mal kurz warten. Genau, da seht ihr nochmal die Prinzessin-Pins, diese Animator-Pins mit den dicken, die sehen ein bisschen aus wie Anime, mit den dicken Köpfen, sag ich, diese anderen Animator-Pins und Grinsekatze gibt's hier und Alice. Dann gibt's so ein paar Bösewichte, die sehen aber auch irgendwie ein bisschen komisch aus. Ja, World of Pixar-Pin gibt's auch. Genau, sieht so aus. Gibt's auch den hier. Und der hier, der dreht sich. Ich habe nur gerade keine Hand frei. Ja. Nee, zeig doch mal deine OOTDs. Gerne. Also mein erstes Outfit heute am Samstag ist ein Rapunzel-Outfit, passend zur Princess Week. Und ja, genau, Ohren und Taschen. Tasche ist von Loungefly. Das T-Shirt hat Menina geplottet. Vielen, vielen Dank. Und der Rock ist von Stitch Chopé bei Loungefly. Ihr wisst ja, meine Lieblingsrockmark. Und der kleine Pascal als Schulterpuppe ist auch mit dabei. Ja, also mein zweites Outfit of the day am Sonntag ist Pixar oder Toy Story orientiert. Ich habe die Ohren von Loungefly, die gab es bei Shop Disney. Dann das T-Shirt von Stitch Chopé von Loungefly mit dem passenden Rock dazu. Heute Morgen hatte ich noch den neuen Pixar Jersey an, den es ja jetzt hier gibt. Sieht so aus. Von hinten.
Und von vorne, da passen die Ohren echt super dazu. Und hier an der Seite habt ihr die ganzen Pixar-Charaktere. Also ein echt sehr schöner Spirit-Jersey. Moni, zeig noch mal das Elemental-Merchandise. Zeige ich euch gerne noch mal. Hier diese Puppe. Die Preise habe ich alle im letzten Merch-Video gesagt. Obwohl, das habe ich nicht gesehen beim letzten Mal. Das kostet 25 Euro. Ansonsten gibt es hier die Ohren, diese Trinkflasche, dieses Spielzeugset. Das T-Shirt gab es letztes Mal auch nicht für 25 Euro, so ein Kinder-T-Shirt. Und das war's, mehr gibt's nicht von Elemental. Moni, zeig doch mal das Goofy-Schild mit den Character-Meet-and-Greet-Zeichen, also Uhrzeiten. Ja, würde ich euch gerne, bin extra hergelaufen. Gibt's aber nicht. Vielleicht liegt es daran, dass Merida, glaube ich, hier zu treffen war oder Prinzessin während der Princess Week, keine Ahnung, aber ihr seht, keine Uhrzeiten. Moni, zeig doch mal den Christmas-Shop. Ja, gerne. Wie ihr wisst, der ist unterm Schloss und 365 Tage ist hier Weihnachten. Ihr könnt hier immer Weihnachtsmerchandise kaufen. Verschiedene Ornamente und hier Kerzen, Teelichthalter. Dann gibt es hier auch noch diese Beleuchtung, Puzzle, so ein Set aus Ornamenten. Den Zug gibt es hier auch. Dann gibt es da hinten noch, na, jetzt muss ich kurz durch, das Loungeflies und hier Chip and Dale Ornamente, Mickey und Minnie, Disney 100, wie gesagt Puzzle, hier gibt es noch so einen Sack, so einen Geschenkesack, so Ablegetellerchen. Und was das ist neu, das kenne ich noch nicht, ich glaube das ist Tee, Räubusch-Tee, Christmas Räubusch. Dann gibt es hier noch mehr Ornamente, hier mit Groot und Avengers. Und hier gibt es Captain Marvel, glaube ich, ist es. Spider-Man in einer Schneekugel. Thor. Der Hammer. Ist es Thors Hammer? Ich weiß nicht. Hier ist nochmal Captain America. Captain Marvel, Entschuldigung. Mickey und Minnie. Dann hier das Schloss, dann gibt es hier noch so Ornamente mit Mickey, ist auch ganz süß hier mit dem Reh. Chip and Dale als Kugel, nochmal Chip and Dale, Winnie Pooh. Hier gibt es Goofy, Mickey, Minnie, ja, thank you. Ich werde die Frauen hier nicht behindern beim Einräumen. Mickey im Schneemann. Gibt es Prinzessinnen-Ornamente. Hier gibt es auch nochmal Prinzessinnen in so kleinen süßen Kugeln. Tiana, Ariel, Cinderella, Schneewittchen, Belle und Rapunzel. Hier haben wir so Stockings wollte ich sagen, Socken für den Kamin. Auch nochmal so Weihnachtskugeln mit dem 30. Geburtstagslogo drauf. Und hier Mütze, die goldenen Ohren, die Glitzerohren. Decke, hier sind auch nochmal Chip and Dale in so einer Socke. Richtig cute. Hier haben wir die Aristocats. Das wollte auch die Moni, zeig mal Merchandise von Aristocats. Ja, habe ich hier auch gezeigt. Somit gibt es Ornamente. Ja, hier sind nochmal Mickey, Minnie. Kugeln, Dagobert und die Tick, Trick und Track, und Plüschis und ja, hier sind Bambi und Mickey und Minnie. Moni, zeig mal, wo man denn die neuen Disneyland Pass, heißen die Disneyland Pass Pässe? Es sind Jahreskarten. Jahreskarten kaufen kann. Also es hat sich nichts geändert, ich habe ja euch das auch schon mal gezeigt. Die Jahreskarten kann man immer noch an den Studiokassen kaufen. Da sind die Studios. Da geht ihr zum anderen Park. Und ab 12 Uhr kann man hier die Jahreskarten kaufen. Aktuell
kann man da, ich weiß gar nicht, was man da, ja, Freundestickets abholen kann, aber sonst weiß man nicht. Aber ja, also hier direkt neben den Studios kann man die Jahreskarten kaufen. Ab 12 Uhr, wie lange, weiß ich nicht. Das haben wir auch schon oft gefragt, wie lange die offen haben. Keine Ahnung. Ich glaube, 5 war das mal. Aber 5 Uhr? Vielleicht. Moni, zeig doch mal die aktuellen Patches, die es im Disneyland gibt. Also ich bin im World of Disney und an der Kasse gibt es hier die Patches. Und ja, die seht ihr jetzt hier. Das ist auch das Schloss wieder. Donald, Chip and Dale, Madame Potts mit Tassilo, Stitch, Minnie auf dem Einhorn, Stitch, Winnie Pooh, also so ein Soft-Patch, Simba, Fabius, Pride, Phantom Manor, Schloss, It's a Small World, Hollywood Tower of Terror, Grinsekatze, Mickey Mouse und Disneyland Paris. Moni, zeig doch mal eine Ecke im Disneyland Paris, die dir so gar nicht gefällt und die du umthematisieren würdest. Ich glaube, das wäre die Flying Carpets, habe ich schon mal erzählt, weil für mich jetzt mit dem ganzen World of Pixar Thema passen sie ja gar nicht rein. Also ich würde sie abreißen und eine Pixar-Attraktion dahinstellen. Oder? Naja. Ja, da kann ich mit Daniel nicht mehr singen. Ja, aber es passt halt nicht mehr hier in diesen Themenbereich rein. Ja, woanders hinstellen. Moni, zeig doch mal, was man sich alles personalisieren kann. Ja, hier gibt's also T-Shirts, es gibt ein Sweatshirt, es gibt eine Jeansjacke und es gibt ein Slim-T-Shirt. Das sind die Klamotten, die man personalisieren kann. Headbands gibt's nicht, es gibt nur Tops. Was nehmen wir denn? Keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal ein Slim-T-Shirt. Dann können wir zwischen Grau oder Weiß entscheiden. Und das gibt's auch noch für Kinder. Nehmen wir mal jetzt einfach Grau. XS und dann kann man sich da was drauf printen lassen oder Patches drauf machen lassen. Hier seht ihr die verschiedenen Patches. Character, ich weiß nicht, wo ich drauf geklickt habe. Ach da, so, es sind drei Kategorien. Okay, es gibt Character, Stitch, Disneyland gibt es hier noch Phantom Manor, Big Thunder Mountain und das ist dieses Wow. Dann gehen wir zurück, dann gibt es Prince, gibt es auch Characters. Jetzt ist es abgestürzt. Sehr gut. Also nochmal, nehmen wir das T-Shirt. So, jetzt sind wir bei Prince. Characters, habt ihr Mickey, habt ihr alle möglichen Charaktere. Ich scroll jetzt hier nochmal durch. Dann habt ihr Pirates, Piraten. Dann habt ihr Pixar. Ich muss da vielleicht einen anderen Finger benutzen. Dann habt ihr hier noch Disneyland Paris. Genau, mit so I'm her Prince, I'm her Princess. Dann nochmal Prinzessinnen. Dann Valentine's Day. New. Jurette. We'll talk about Bruno. Genau, und dann noch 30. Geburtstag gibt es auch noch so. Also gibt schon richtig viel Auswahl und dann kann man hier wahrscheinlich noch irgendwie einen Namen oder so drauf machen. Moni, zeig doch mal die Loungeflies. Ja, also hier im Fashion gibt es einmal hier den oben Loungefly, den vom 100. Geburtstag, den Dalmatina, aber ich glaube, der ist sogar im Sale. Diesen Disney 100 Rucksack gibt es hier, aber es gibt so viele verschiedene in verschiedenen Shops. Es gibt den Stitch Loungefly hier. Ich glaube, mehr gibt es hier im Fashion nicht. Hier gibt es noch Ashoka, heißt es so, Loungefly. Und hier gibt es den Darth Vader Loungefly. Und hier gibt es den Marvel Loungefly. Oder den Hotel New York, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall den hier gibt es auch. Und hier gibt es noch den Marvel Pride Loungefly. Die Taschen gibt es hier auch, also das ist jetzt kein Loungefly. Es gibt aber diese Umhängetaschen hier, die sind ja auch alle von Loungefly. Habe ich euch im letzten Merchandise-Video auch gezeigt. Die sind auch von Loungefly, sind aber keine Rucksäcke. Aber ihr habt ja geschrieben Loungeflies. Moni, zeig doch mal dein Lieblingsgebäude, außer das Schloss. Ja, für mich ist es auch meine Lieblingsattraktion. Und zwar der Tower, The Hollywood Tower Hotel. Ich finde, es sieht einfach mega aus. Vor allem auch abends und ja, auch einer meiner Lieblingsattraktionen. Vielleicht fahren wir später eine Runde, mal gucken.
Moni, zeig doch mal den Wartebereich von Together. Ja, also Together läuft ja in den Studio, im Studio Theater, was ist genau gegenüber vom Avengers Campus. Also da ist Avengers Campus, da ist der Tower und hier sind, ist das Studiotheater. Und der Wartebereich, also es gibt einen Außenwartebereich, wenn viel los ist, das ist hier. Und drinnen, also wir haben jetzt schon angestanden, habe ich vergessen zu filmen. So sieht es hier aus. Ja, ist jetzt nicht so spektakulär, ist halt ein normaler Wartebereich. Aber wir haben uns auch auf den Boden gesetzt, in meinem Sitzkissen und haben dementsprechend auf die Show gewartet. Also so sieht der Wartebereich hier aus. Moni, zeig doch mal den Avengers Campus, aber ein bisschen mehr vom Avengers Campus. Der kommt wohl in meinen Vlogs ein bisschen zu kurz, also zeige ich euch jetzt was vom Avengers Campus. Ja, jetzt vereine ich einige Moni, zeig mal. Moni, zeig mal den Hollywood Tower of Terror Hotel. Oder Moni, zeig mal deine Lieblingsattraktion. Das machen wir jetzt beides. 10 Minuten Wartezeit. Gentlemen, once inside the elevator, please put all your bags and backpacks on the floor. Por suelo, por favor. Merci beaucoup, thank you.
L'arrangement pour ah numéro 4, please. La numéro 4. Yes. Thank you. La numéro 3, we're on number 3. Oops, la numéro 4. Moni, zeig doch mal Halloween-Merch. Ja, eigentlich ist noch keine Halloween-Season, da gibt es auch noch kein Merch, aber wir sind hier im Hollywood Tower Hotel Shop, also wenn ihr aus der Attraktion rauskommt. Und hier gibt es ein paar Oogie Boogie Sachen und Nightmare Before Christmas. Hier gibt es dieses Oogie Boogie T-Shirt, diese Oogie Boogie Tasse, Nightmare Before Christmas Tasse und hier gibt es noch mehr mit Jack Skeleton. Ich zähle das jetzt mal als Halloween Merchandise, aber wie gesagt, Halloween Merch kommt erst kurz vor der Halloween Season, die am 1. Oktober startet. Ja. Moni, zeig doch mal Daniels Palme. Ja, hier ist sie. Das ist Daniels Palme. Wenn ihr rausgeht in die Studios, also Richtung Tower of Terror, geht's da raus. Und wenn ihr hier seid, anfassen und Daniel verlinken auf Instagram. Er freut sich sehr drüber. Wir hoffen, dass wenn die Disney World, die sollen ja irgendwann renoviert werden, hier die Halle 1, dass die Palme nicht abgerissen wird. Ansonsten, wenn Disney Paris es sieht, soll Daniel sich die Palme in den Garten stellen. Ja, hier ist Daniels Palme. Die hinten links übrigens. Also wenn man da geht zu den Toiletten, die linke Palme. Moni, zeig mal dein liebstes Kuscheltier. Und ich liebe die Cuddles. Ich liebe sie. Hab zwei verschiedene und einer davon ist Baby Yoda als Cuddle. Und der ist in der Schweiz bei meinem Freund. Also in meinem Schlafzimmer, in der Wohnung von meinem Freund. Und der ist so flauschig weiß, man kann sich so schön dran kuscheln. Ja, einer meiner Lieblingskuscheltiere ist Baby Yoda als Cuddles, aber alle Cuddles sind wunderschön. Hier seht ihr Lotso, Red und hier habt ihr auch Mickey und Minnie. Minnie habe ich auch als so eine ähnlichen Cuddle, aber nicht so einen, aber ein bisschen anders. Aber die sind so schön weich und soft. Ich liebe es. Moni, zeig doch mal Merchandise zur Princess Week. Also es ist nicht exklusiv zur Princess Week. Es sind aber Prinzessinnen Spirit Jerseys, die habe ich euch auch im Merch-Video nochmal genauer gezeigt. Oder auch im Prinzessinnen von dem Vlog, wo ich die Prinzessin, warum flackert es ja eigentlich? Im Vlog, wo wir die Princess Week den letzten Tag besucht haben, seht ihr es auch nochmal genauer. Genau, aber es ist nicht exklusiv nur zur Princess Week. Das wird auf jeden Fall noch länger da sein. Moni, zeig doch mal, wo es die Powerbanks gibt und wie man hier bezahlen kann. Also die gibt es direkt hier unterm Bahnhof, also da ist der Eingang, wenn man hier durchläuft und kurz vor dem Town Square gibt es sie hier drunter, also einfach hier, also relativ unscheinbar, man sieht es kaum. Und hier gibt es einen Automaten und dann kann man sich hier eine Powerbank holen. Man kann mit, also obviously mit Karte bezahlen. Was kostet denn sowas? Touch to start, was denn? Geht das nicht? Ich will jetzt nicht meine Karte da dran halten, weil ich brauche keine. Touch to start. To start. Man muss doch mal wissen, was es kostet hier, bevor ich bei meinem Kärtchen dran halte. Naja, ich habe irgendwo mal gelesen, 15 Euro pro Tag, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Also ich würde euch jetzt raten, kauft euch eine bei Amazon, weil da habt ihr auch länger was von, als wenn ihr jetzt hier einen laden müsst, also ausleihen müsst. 15 Euro kannst du eine bei Amazon. Da kannst du auf jeden Fall eine bei Amazon bestellen. Seid ihr viel günstiger, habt ihr länger was von. Aber wenn ihr wirklich eine leihen müsst, geht's hier. Ich weiß leider nicht, was es kostet. Ist das Kabel? Ja, da ist, ich sehe hier ein Kabel. Da. Ich weiß aber nicht, welche Anschlüsse. Das ist kein iPhone. Aber wenn, ja, keine Ahnung. Guck mal, hier ist noch ein anderes. Ja? Hier ist noch ein anderes. Okay. Ja, stimmt, da oben sieht man es. Und es ist andersherum. Egal. Ja, hier. Sieht man nicht. Wahrscheinlich einer Kategorie auf meiner Seite. Ich kann aber leider nicht sagen, was es kostet. Ja, naja. Moni, zeig mal das günstigste Essen im Disneyland Paris. Das ist natürlich schwierig zu sagen. Ich habe mich mit Brina beraten und wir würden sagen, das vegetarische Chili ist einer der günstigsten Sachen, wo man einigermaßen mit satt wird. Kostet 8 Euro, gibt es hier einmal im Village, direkt neben Annette's, aber gibt es auch im Cool Post, glaube ich. Also auf jeden Fall im Frontierland gibt es das auch.
Müsst ihr mal schauen, aber ich würde sagen, das vegetarische Chili für 8 Euro. Ja, und das war mein Moni-Zeigmal-Video. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und vielleicht war ja euer Zeigmal auch dabei. Ich weiß, ihr wünscht euch auch mal ein Moni-Zeigmal-Deine-Ohren und deine Rucksäcke von zu Hause. Das mache ich, sobald ich umgezogen bin und alles eingeräumt habe, folgt es. Wahrscheinlich irgendwann im Herbst oder Winter, wenn ein bisschen weniger los ist, zeige ich euch auch meine komplette Ohrensammlung nochmal und die Spirit-Jerseys, aber das kommt dann zu gegebener Zeit. Und vielleicht habt ihr noch andere Moni-Zeigmal-Ideen, außer jetzt im Dissent Paris, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Und ansonsten hoffe ich euch, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.